Glauglich, Mude Raupe, Mamma Mas Corna Sauce. An einem Dusch liegt morgen lach eine Mude Mama aus dem Bett. Nicht gerade ist vor Freude auf eine ernute Kagantin Bohemis Kinder. Als an einem schönen Sonntagmorgen Kinder begannen durch das Haus zu rufen, laut und motiviert, kehrte sich eine sehr müde Quarantin-Mama schreckend aus dem Bett. Sie machte sich auf dem Bett, um Kopf einzusuchen. Am Montag bemalten die Kinder den Mund mit Lippenstift. Mama trank Koffein und sprach mit Mut zu. Dann noch ein Text dazu. Aber satt war sie noch nicht. Am Dienstag badeten die Kinder all ihre Spitznachen in der Küche. Mama vernichtete zwei Schokoladen aus der Hase. Aber satt war sie noch immer nicht. Obwohl jedoch dieser Teufelhase 400 Kalorien hatte. Am Mittwoch aß sie 33 Eis am Stil nach dem Frühstück. Aber statt war sie noch immer nicht. Homeschooling never dachte sie und wollte noch etwas Süßes. Am Donnerstag aß sie wieder Muffins in 10 Minuten. Weil die Kinder beschlossen hatten, sich selbst die Haare zu schneiden, aber satt war sie noch immer nicht. Am Freitag schließt sie sich ins Bad ein und aß 5 Stück Pizza, aber sie war noch immer nicht satt. Dafür müde und verärgert, weil die Kinder den Hund rasiert hatten. Am Samstag erkundeten die Kinder, dass sie keinen Hosenmesser tragen würden. Sie gab auf und ab eine Scheibe Käse, eine braune Banane, den Schokolade Nicolo von gestern Jaffa, die Essenreste der Kinder, ein halbes Glas Marmelade und ein Hundelecker. Der nächste Morgen war Sonntag. Nach etwas kräuterte und dort mit Resten hob sie alle Zeit des Regungen für Fernsehen, Tablet und Nintendo auf und fühlte sich besser. Sie zeigte den Kindern, wie man Oma anruft, schloss sie Badezimmertour hinter sich und verwandelte sich in eine Mama Brau. Eike Wickel blieb sie so liegen, alleine. Sie fiel in einen tiefen Schlaf und drehte schlage blutliche Nase an einem nächsten Tag. Wegen sie alles wieder von vorne, weil Mutter beobachtet, sie nun alle schaffen, dass sie manchmal hysterisch oder überfressen sind und an Salzin der Schlafkrankheit haben nichts okay. Denn sie tut es für ihre Kinder.